Ja, ein Jahr in der Schale, also eine Saison. Und ich muss sagen, ihr seht, der Wald passt gar nicht aufs Bild. Also ich bin auf jeden Fall, was den Fächerauchenwald angeht, sehr, sehr happy. Also rundherum zufrieden, hat sich super entwickelt. Perfekt. Also freue ich mich riesig drüber. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir diese langen Schuppen alle einkürzen, was natürlich ein bisschen mit Bedacht passieren muss, gerade hier oben an den Stellen. Hier ist es meistens so, das ist ein bisschen blöde vom Fächerahorn, denn der gabelt sich so doof, aber das kriegen wir auch hin und wir müssen uns für einen Trieb entscheiden, der dann quasi die neue Spitze fortführen soll. Und ja, und dann sind so ein paar kleine Ausschweifer wie der hier unten, der wächst mir hier komplett durch, das brauche ich auch nie. Und ich würde sagen, wir schneiden das Ding einfach mal zurück. Ich mache das mit ein bisschen Musik im Hintergrund. Ich lasse euch da auf jeden Fall mit dabei. Und ja, wir kürzen das ein bisschen ein. Ihr seht das dann. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann mit dem Baum wieder, wenn er dann austreibt. Da habe ich nämlich auch noch ein paar interessante Sachen zu zeigen. Und ich würde sagen, ja, Schere ansetzen und los geht's. Also ihr seht jetzt natürlich noch ein ziemliches Durcheinander. Grundsätzlich auch kurz zur Erklärung, warum lasse ich bei dem Fächerahorn immer ein paar Stummel stehen? Das ist einfach wegen dem Zurücktrocknen. Und was ich auch echt sagen muss, ich bin ein bisschen erstaunt, wir haben Dezember und der Ahorn blutet. Also das ist auf jeden Fall, man merkt diese milden Temperaturen draußen, das ist einfach zu mild. Wir haben es jetzt 7 Grad, das ist einfach zu warm. Grundsätzlich ist es so, diese ganzen Kleinen müssen alle noch ein bisschen so in ihre Position, aber die sind alle noch relativ frisch, deswegen tun wir dort nie dran, viel dran rumschneiden. Hier oben die kürze ich noch ein, da muss ich mir nochmal in Ruhe gucken, wo ich welche Sachen wegschneide, was ich brauche, aber im Grunde genommen ist schon immer der grobe Schnitt schon mal so weit, dass erstmal jeder Baum eine Spitze plus hat und nie gleich zwei oder drei, was hier natürlich zum Problem führen kann. Also das habe ich auf jeden Fall, wir müssen aufpassen, dass wir bei dem Fächer auch keine Verdickung kriegen. Aber wir schneiden den jetzt mal weiter und gucken mal, wie und was. Jetzt mal so weit gemacht. Interessant, wir haben jetzt noch die Spitzen, die muss ich mir noch ein bisschen angucken, wie ich das jetzt mache, dass das ein bisschen gerade kommt. Vielleicht muss ich hier sogar noch mal ein bisschen Draht anlegen, das werden wir mal sehen. Aber bei der Spitze muss ich mal mir noch was einfallen lassen. Ich habe auf jeden Fall hier unten ein bisschen was weggeschnitten, dass hier unten ein bisschen mehr frei ist. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie er dieses Jahr austreibt, wie sich das mit dem Schnitt so verhält. Es sind bestimmt noch einige, die ich noch ein bisschen wegschneiden muss. Das gucke ich mir noch mal in Ruhe an. Und wir sehen uns dann im Austrieb wieder, würde ich sagen. Ihr seht das jetzt gleich. Ich muss noch leider noch warten. Aber ihr seht ja, dass an einer Stelle der Ahorn schon geblutet hat. Das heißt, es ist schon komischerweise schon Bewegung drin, was ich nie verstehe, aber es wird auf jeden Fall im Januar noch mal kalt, also da bin ich mir so hundertprozentig sicher und
Da bin ich auch beruhigt, also dass es noch nie ganz so schnell geht. Ich freue mich zwar auf die neue Saison, aber so schnell darf es jetzt auch nie gehen. Gut. Ja, ich hatte gesagt, zum Austrieb sehen wir uns wieder. Es ist jetzt ein bisschen später geworden. Wir haben jetzt Ende Juni und ihr seht, der Wald ist förmlich explodiert. Die Triebe, die hier oben sind, die passen gar nicht alle aufs Bild drauf, soweit wie ich vor uns gesehen habe. Also der ist auf jeden Fall gut gewachsen. Und ja, Ende Juni ist, es ist eigentlich im Prinzip schon der letzte Schnitt. Ihr habt den Frühjahrsschnitt gesehen im Dezember, wo ich den Wald richtig nochmal geschnitten hatte, im Frühjahr oder im Winter besser gesagt. Und jetzt ist es eigentlich im Prinzip so weit, dass er schon den letzten Schnitt kriegt für dieses Jahr. Und das wollte ich mit euch mir nochmal angucken. Dann wollte ich hier ein bisschen aufräumen. Gerade hier diese Steine, die zum Beschweren drauf waren und den alten Dünger, das tun wir jetzt alles runter. Wir räumen die ganze Schale ein bisschen auf, schneiden ein bisschen zurück. Ich mache das alles mit ein bisschen Musik im Hintergrund. Und dann wollte ich euch noch erklären, warum ich jetzt den Frühjahrsaustrieb nie gezeigt habe. Das Frühjahr, muss ich sagen, war ziemlich stressig, weil es war mal hü und mal hot. Es war mal schön. Und dann gab es aber auch so böse Spätfröste noch, wo ich sagen muss, da musste ich nochmal eingreifen, musste das ganze Zeug nochmal wegräumen. Ich habe davon auch einen Short damals gemacht. Da waren nochmal eine Nacht mit -7 Grad, dann musste ich alles reinräumen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, dann bin ich irgendwie nie dazu gekommen. Und deswegen, ja, wir schneiden das Ding heute mal zurück, putzen ein bisschen aus und ihr könnt das mit Musik im Hintergrund beobachten. Und wenn ich fertig bin mit dem Ding, melde ich mich nochmal. Okay, für den letzten Schnitt soll es das jetzt mal gewesen sein. Die innere Aststruktur, also besser sehen wir den Baum, wenn er dann nackig ist. Und das wird dann im Frühjahr, werden wir den dann auf jeden Fall wieder ordentlich zurückschneiden und da gucken wir wieder ganz genau, wo die Knospen sind. Für jetzt ist es so, zur Erklärung kurz, warum lasse ich die langen Schwuppen hier stehen? Und zwar ist mein Ziel, die dickeren Stämme noch dicker zu kriegen. Die kleineren, die können von mir aus so klein bleiben. Klar, hier so manche habe ich auch noch dran gelassen, aber das kommt dann im Winter auf jeden Fall unerweckt. Und die dickeren, die größeren sollen auf jeden Fall noch stärker werden, dass ich hier einen gewissen Altersunterschied von der ganzen Sache kriege. Ihr seht, ich habe hier hinten ein ganz paar kleine, die habe ich alle zurückgeschnitten, die sollen auch gerne so klein bleiben. Also die können ruhig ein bisschen kleiner bleiben, die sollen sich dann hier unten ein bisschen mehr verzweigen. Und sollen mir hier die Sache ein bisschen füllen. Aber die kräftigen, die sollen ruhig kräftig werden und kräftig bleiben. Deswegen, das habe ich mir so bei der ganzen Sache gedacht. Es ist jetzt halt ein ziemlich grüner Klumpen. Also man sieht jetzt nicht so viel.
Spannend wird es dann im Winter, da kann man dann ein bisschen mehr sehen und da kann man dann auch gewisse Entscheidungen treffen. Das war jetzt eigentlich so ein bisschen so ein Trim oder so ein Silhouettenschnitt, was der Holger immer gerne sagt. Also das ist auf jeden Fall ein bisschen zurückgeschnitten, dass er nicht ganz so auswuchert und dass jetzt auch im Sommer vor allen Dingen die Verdunstung nicht ganz so hoch ist. Also wenn wir hier 5000 Blätter haben, bei der Robinie hatte ich es gemerkt, die hat dann schon von innen leichte gelbe Blätter gekriegt, weil sie einfach, das Wasser hat einfach nicht mehr ausgereicht, was sie in der Schale zur Verfügung hat, um den ganzen Baum hier zu versorgen. Also es ist immer noch genug Grünmasse dran. Und ja, gut, da würde ich das Video hier an der Stelle beenden. Ein neues Video fangen wir dann im Frühjahr wieder an. Eventuell, mal gucken, seht ihr bis dahin vielleicht sogar Herbstfärbung noch. Mal gucken, ob ich das in das neue Video dann mit einbaue oder auf jeden Fall einen kleinen Short oder sowas. Wenn die Blätter gesund bleiben, kriegt ihr da auf jeden Fall so ein Kurzvideo mit der Herbstfärbung. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, euer Henrik.